Hallo und willkommen zurück zu Terraria. Ja, ich beginne diesmal mal von hier, sind wir mal direkt beim Haus. Eigentlich hatte ich gerade eine Aufnahme gemacht, aber irgendwie habe ich total vergessen, dass ich schon aufnehme. Und wollte es nur hier hincutten. Und allerdings bin ich unterwegs hier einmal schon gestorben. Diese verdammten Fledermäuse! Die haben mir schon das letzte Mal tierisch genervt, wie diese komischen Würmer. So, heute gehe ich jetzt mal hier kurz weiter. Um zu gucken, was hier so Schönes gibt. Wer weiß, vielleicht komme ich heute auch zu ein neues Gebiet. Dann kommt da jetzt noch eine Fledermaus oder sonst irgendwas. Ich warte, bis dieser Kumpel weg ist und da kommt schon die nächste Fledermaus. Gibt's sonst noch irgendwas Schönes? Nein. Bestimmt welche Würmer oder sonst dergleichen wieder. Oh, Alter. Irgendwann ist auch mal gut, ja? Wenn mal Fledermäuse kommen, ist eine Sache. Aber wenn ich jetzt jede 30. Sekunde gefühlt. Und irgendwann nervt es aber wirklich. Oh, schon wieder eine Fledermaus. Und scheint sind auch diese komischen Schleimdinger auch in bestimmten Gebieten aggressiv. Denn hier sind sie als irgendwie jetzt neutral. Hallo? Ach, das sind Granaten.
muss sie kurz durchlassen. Der ist doch schon hier. Und ich bin noch so dämlich und spring noch in ihn rein. Silberne Münzen nehme ich immer gerne mit. Was haben wir da? Erbauer. Oh, jetzt kommt noch so ein blöder Wurm dazu. Ich dachte, die kommen nur in den Tunnel. Apropos, als ich damals auch die Folge beendet habe, wo kommen jetzt die Piranhas her? Jedenfalls, als ich dann damals die Folge beendet habe, hat mich auch noch so ein Riesenwurm verfolgt. Der kam wirklich bis zum Eisgebiet mit. Und ich habe ja diese neuen Schuhe. Denn nach einer Weile laufe ich sehr schnell. So, kann ich jetzt in hier in Ruhe mal gucken? Ja, Junge, spring doch einfach das nächste Mal. Kürbis und so kann ich immer noch alles abholen. Es wird langsam dunkel. Noch eine Schatzkiste. Kacke, ne? Wenn man mich nicht erreichen kann. Wie fährt der überhaupt noch? Oh. Oh, Alter. Kommt wieder eine Fledermaus. Brauche langsam Schutz. Ah. Warte mal, ich weiß nicht mal, wo ich wirklich bin. Und ich habe noch nicht mal einen Schutz. Ich habe jetzt hier definitiv ein neues Gebiet erreicht. Ein bisschen. Seht ihr, wie schnell ich jetzt landen werde? Ich hoffe, dass dann noch in die Schatzkiste noch die Sterne und die Kürbisse drin bleiben oder noch drin sind. Ich gehe einfach rein, ohne zu gucken, was hier ist. Noch eine Schatzkiste.
Und da kommen schon die Fans. Aber sie sind zu blöd, da rauf zu gehen. Oder ist die Reichweite wirklich so schlimm? Solange jetzt keine Blutmund nachkommt, ist mir alles relativ jetzt erstmal egal. Hallo? Achso, ich dachte da, man kann da rauf. Lol. Ich muss jetzt kämpfen. Leute, ich bleib erstmal da hängen. Kurzzeitig. Ja, natürlich! Hau ab! Ja, hau ab! Blödes Vieh, Alter. So, damit ich erstmal hier sicher bin. Weil ich ganz bei der blöden Schatzkiste war. Na, ich wollte halt die Sachen nicht da liegen lassen. Ich weiß ja nicht, ob die dann weg sind oder nicht, deswegen habe ich haufenweise die dann aufgesammelt und dann einige in den Chatroom reingesteckt. Oh, ich bin jetzt in der Wüste. Sprechen. Danke oder so, dass du mich gerettet hast oder so. Du würdest einen vollen Helfer günstig abgeben? Quest. Du wirst es nicht glauben, im Wald habe ich das, des Nachts einen Fisch gefangen, der bereits tot war, und dann hat er versucht, mich zu fressen. Ich habe ihn weggeworfen und bin abgehauen. Jetzt will ich ihn jemanden in den Kleiderschrank legen, um zu sehen, was passiert? Also geh mir das Ding holen, ja? Okay, ich glaube, der ist ein bisschen crazy. Ich habe hier wieder Wasser. Und tschüss. Ah, guck mal den Hintergrund, wie schön das da aussieht. WTF! Ist es ein Hai? Wenn ja, was macht ein Hai hier in der Safari? Wie die Qualle weggeflogen ist.
Alter, ist schon schießen, Alter. Es geht gar nicht. Ist auch ein bisschen einzuschätzen. Der macht ja richtigen Damage. Okay, was erwartet man auch von einem Hai? Oh, Alter. Da hatte man so schön die Ruhe und dann wird man wieder belästigt. Von so einem Honk. Der aber schnell gestorben ist. Was kommt denn da noch dazu, Alter? Eine Krabbe kommt dazu? Dann auch irgendwas anderes? Ist die Krabbe aggressiv, oder? Ich bin schon Mr. Krabs und möchte Geld. Geld, 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 Geld. Ja, Junge, dann spring das nächste Mal einfach rüber. Aber okay, gut, die Qualle ist auch aggressiv. Die Krabbe. Qualle, sage ich schon. Ah, jetzt kommt der Film wieder zurück. Ich wollte gerade sagen, was kommt denn jetzt angeschossen? Geld, Geld, Geld. Huhu. Ja, ich wollte gerade abhauen da. Achso, diese komischen Dämonenaugen wieder. Die wollen auch noch mitreden. Aber die kamen ja schon sehr früh, Alter. In der Eiswelt, da sind sie schon immer sehr da. Und jetzt hier. Vielleicht kommt er auch von der Eiswelt. Oh, Alter, ich dachte, ich habe jetzt eigentlich Spruch von so einer blöden Krabbe. Wie die Quallen wegfliegen immer. Ein Orca? Aber der ist auch aggressiv, wa? Ja, na klar.
wer weggeflogen ist. Irgendwas leuchtet da unten. Oh, Alter, ich hasse es, wenn der Charakter nicht springt. Oh, der Hai ist auch noch da. Aber es ist ein ganz anderer Hai, wa? Ich meine, Monster können sich ja nicht regenerieren, oder? Diese Schleimdinger sind auch echt überall, kann es sein? Was war das denn jetzt? Aua. Ich muss irgendwas kurz droppen. Dein Ernst? Aber erstaunlich, dass es nur bei dem funktioniert, dass das Ganze hier nach unten fliegt. So, was ist jetzt nun da unten? Das interessiert mich jetzt sehr stark. Wow, wieso kriege ich manchmal Schaden von irgendwas? Das wollte ich noch nicht machen. Eigentlich erst später. Die sind dauernd versteckend fallen, kann es sein? Und ich brauche Luft. Wow, Alter, sag mal. Blöde. Dieses blöde Vieh, Alter. Der Baum bleibt natürlich in der Luft. Ah, das ist der Sand. Das heißt, ich darf nicht zu tief da reingehen.
Kann ich dafür, wenn du so blöde bist und dann genau bei mir reingehst? Oh, Regen. Kann es sein, dass es jetzt schon wieder dunkel wird? Mann, Alter. Upsi! Das war keine Absicht! Ernsthaft! Aber naja, ich sehe jetzt schon, ist schon 28 Minuten. Ich werde jetzt hier dann zurückgehen und werde speichern. Andernfalls kann ich jetzt hier schon mal speichern. Ich werde jetzt auf Screen zurückgehen, mal gucken, ob ich es schaffe. Der Weg ist ja sehr lang. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt und dann. Ja! Mal gucken, ob ich das nächste Mal wieder hier hingehe oder ob ich jetzt wieder im Schnee bleibe diesmal und da in den Höhlen weitergrabe. Wir werden es einfach sehen. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao.